Grüß euch! Ich möchte euch heute ein super Negativbeispiel zeigen, wie man einen Boden auf keinen Fall ausgleichen soll. So, man sieht schon hier, man hat vorab, ja, ich werde hier sagen, das sind bestimmt so 5 mm Trittschalldämmung. Und auf diese Trittschalldämmung hat man sich dann sozusagen all diese Ausgleichstückchen zurechtgeschnitten und dann drunter gelegt. Ich meine, eins ist klar, die Trittschalldämmung, die drückt sich zusammen. Man sieht es ja hier auch überall, ja. Man sieht hier, wie tief das Ganze sich reingedrückt hat. Also man kann schon von Haus aus nicht richtig kalkulieren, wie weit sich das reindrückt. Wobei man sowas ja absolut nicht macht, weil das ist ja Quatsch. Wenn ich irgendwie einen Untergrund ausgleiche, dann gehe ich auf einen festen Untergrund. Bringt mir nichts, wenn ich hier auf einen weichen Untergrund wie diese Trittschalldämmung meine Ausgleichhölzer draufpacke. Ja, man hätte hier lieber mit Ausgleichmassen, Ausgleichschüttungen oder sonstiges arbeiten können. Ja? Und man sieht hier eindeutig an der Latte, wie sich hier alles dann runtergedrückt hat. Das sind mindestens 1,5 cm. Ja? Und dann hat man hier auch noch diese Spanplatten verwendet. Also ich persönlich verwende eigentlich immer USB-Platten, mindestens 22, lieber 25 mm. Da weiß man, was man hat. Ne? Ja, so viel dazu. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr selber davon hält. Ne? Danke, Servus.